Ein herzliches Willkommen zu diesem Video. Ich zeige euch heute drei einfache Tipps, die leider viel zu oft nicht beachtet werden, die euren Ertrag drastisch erhöhen. Diese Tipps sind für viele Pflanzenarten anwendbar. Das Video wird wie immer unterstützt von LeanTech und Schiller Germany. Links dazu findet ihr einmal in der Beschreibung. Fangen wir gleich an mit Tipp Nummer 1. Seid sparsam mit dem Dünger. Es gibt seit langem das Fehlverhalten, für einen höheren Ertrag einfach mehr zu düngen. Die Pflanze verarbeitet diesen zusätzlichen Dünger meist nicht gut und es kommt zu einer Überdüngung. Überdüngung führt im schlechtesten Falle zu einer Versalzung des Substrates und die Pflanze nimmt gar keine Nährstoffe mehr auf, wodurch sie stirbt. In der Regel zeigt die Pflanze einfache Überdüngungserscheinungen und wirft weniger Ertrag ab. Haltet euch bei eurem Dünger an 50 bis 70% des Düngeschemas vom Hersteller und ihr lauft nicht Gefahr zu überdüngen. Schaut euch auch gern auf www.grower.ch die Erfahrungswerte anderer Grower an, um da eben für euch abzuleiten, was gut ist und was nicht. Tipp 2. Achtet auf ausreichende Topfgröße. Bei den Töpfen gilt so groß wie möglich, so klein wie nötig. Durch die Töpfe wird das maximale Wurzelvolumen reguliert. Je mehr Wurzelmasse ihr habt, desto mehr Biomasseproduktion, Photosynthese und mehr Nährstoffaufnahme. Das sorgt für größere, kräftigere Pflanzen, die durch die erhöhte Photosynthesefähigkeit einen stark erhöhten Ertrag abwerfen. Ich habe in meinen Anfangszeiten diesen Fehler auch gemacht und auf 7 Liter Töpfe gesetzt, was sich im Ertrag auf jeden Fall negativ bemerkbar gemacht hat. Nach dem Wechsel auf 11 Liter Töpfe habe ich höhere Erträge erzielen können. Hier gilt aber, es macht natürlich keinen Sinn, auf beispielsweise 40x40 einen 11-Liter-Topf zu verwenden. Passt die Topfgröße an eure Zeltgröße an, sodass ihr auch bei Bedarf mehrere Pflanzen hineinstellen könnt. Es macht in den wenigsten Fällen Sinn, nur eine Pflanze im Setup stehen zu haben. Tipp 3. Manipuliert eure Pflanzen zu Beginn nicht. Topping, Lollipopping oder Mainlining sind nur einige der möglichen Manipulationsarten, die für einen höheren Ertrag sorgen sollen. Tut das auf keinen Fall als Anfänger. Lernt die Pflanze erstmal an sich grundsätzlich kennen. Lernt, wie die Pflanze wächst, wie sie sich verhält unter verschiedensten Bedingungen. Wenn ihr die ersten 2 bis 3 Durchgänge erfolgreich absolviert habt, dann könnt ihr mit den Methoden anfangen, Schritt für Schritt. So lernt ihr, wie es der Pflanze gerade geht und ihr seid in der Lage, die Pflanze zu lesen und einzuschätzen, um auf ihre Bedürfnisse perfekt eingehen zu können. So kann ein optimaler Ertrag gewährleistet werden. Denn nichts ist schlimmer als jemand, der nicht weiß, was er tut und wild an seinen Pflanzen herumschneidet, ohne zu wissen, wie es ihnen geht und wie sie gerade darauf reagieren. Ja, die ganzen Tipps hören sich recht einfach an, sind aber dann in der Praxis doch recht schwierig, vor allem wenn man es sein lassen soll, an den Pflanzen herumzuschnippeln. Ich kenne das, ich war auch mal Anfänger, ich habe mir wahrscheinlich den ein oder anderen Grow mal versaut, weil ich da noch nicht wusste, was man genau tut, wie man es tut. Und genau, deshalb gebe ich euch jetzt mal die Tipps mit hier, dass ihr vielleicht bei der ein oder anderen Situation doch mal die Finger von eurem Setup lasst und euch denkt, ach, ich lasse es einfach mal so, ich lasse die Natur mal jetzt ihren Lauf tun und schaue mir das ganz genau an. Ich hoffe, ihr konntet euch etwas notieren vom Video, etwas für euch persönlich mitnehmen und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Growen, viel Erfolg bei euren Vorhaben. Bis dahin, man sieht sich und hört sich. Ciao.